Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu diesem coolen Unboxing hier. Wir wollen uns jetzt hier reinziehen, was alles Geiles in diesem coolen Paket drin ist. Es ist nämlich der Test 4R5, der hier angekommen ist. Und Bärchen und ich freuen uns, dieses Teil jetzt mit euch zusammen uns mal anzuschauen, zu können, zu dürfen. Paketmäßig kompakt doch, was es ist. Es ist nämlich ein großer Wischtrockensauger, der für den Everyday-Use wirklich sehr gut geeignet sein soll. Wir öffnen das Paket und schauen rein. Wir haben erstmal eine Bedienungsanleitung hier am Start. Da steht alles drin. Aber eigentlich braucht ihr die gar nicht. Ihr schaut einfach weiter, was hier noch alles geschieht. Dann haben wir einen Multi-Werkzeug-Freund. 1, 2, 3, 4, 5. Ein ganz normaler Schraubenfreund. Dann haben wir einen Filter. Es ist ein Filter, der auch dort nicht mehr Lust hat, in meiner Hand zu bleiben. Der liegt jetzt da unten, aber ist egal. Es ist ein HEPA-Filter, der das, was durch den Freund hier durchgepustet wird, weil ein Vakuum wird hier erzeugt. Dadurch wird der Dreck vom Boden weggenommen. Gleichzeitig kann er aber noch mehr, und zwar er kann Wasser einspritzen, nicht in einen Brennraum, sondern auf den Boden. Das Wasser eventuell mit einem Desinfektionsmittel versetzt. Dann habt ihr auch eine schöne Wischfunktion direkt mit. Hier, das hier ist schon mal für die Ladestation, um dort dann auch noch Zubehör anpacken zu können, um es vernünftig lagern zu können, um es vernünftig in der Station belassen zu können. So, also, da ist ein Filter und dann gehen wir hier los, schauen uns an. Hier haben wir einen AC-Adapter, eine Power Supply, das heißt also Euro-Stecker und Kabel für die Ladestation, um dort Energie reinzubollen. Weil der Akku, der hier verbaut ist, braucht natürlich ein bisschen Strom zum Aufladen. Ansonsten funktioniert er nicht. So, und dann haben wir hier auch schon, ich denke, das ist der Wassertank. Es ist bestimmt ein Wassertank, denn es ist ein geschlossenes System mit einem, auch mit einem etwas gröberen Filter hier unten und einem Ventil. Das Ventil ist ja ein Standardventil, welches so funktioniert, dass in dem Ventil eine Feder sich befindet, ein Dichtring oben ist, der dann durch Bewegung aktiviert wird und deaktiviert wird. Wir können dieses Teil abschrauben, um es zu reinigen. Okay, das ist also möglich. Wenn es dreckig sein sollte, irgendwann verschmutzt, kann man diesen Filter, der hier verbaut ist, auch reinigen. Und das besagte Ventilchen könnte man sogar warten dadurch. Sehr schön. Obere Seite ist ein Griff dran. Läuft durchs. Sehr schön. Kann man es auch oben öffnen. Also hier ist erstmal ein Tragegriff mit dran. Aha, okay. Sehr, sehr, sehr nice. Gut. Das Ding hier, entzieht sich jetzt, ja gut, wahrscheinlich müsst ihr es sogar so füllen. Ich verstehe, jetzt verstehe ich das schon. Wir müssen es abschrauben, um hier das Wasser reinzufüllen. Wir müssen es dann aufschrauben, um es dann wieder zu verschließen. Klar, und es gleichzeitig zu reinigen. Das hier ist also der Frischwassertank. So, Fresh Water Tank. So, dann haben wir hier, den Stab. Das ist jetzt nicht der Stab der Weisen, sondern das ist der Stab, um diesen Staubsauger bedienen zu können. Der Bedienungsstick. Der ist platzsparend, nämlich jetzt noch nicht montiert. Wir haben hier ein Aluminium. Das Aluminium sieht gut aus. Wir haben drinnen 6 Kanäle. Das heißt also, wir haben 6 unterschiedliche Adern hier drinnen, die unterschiedliche Infos natürlich weitergeben können. Und das heißt, hier haben wir An- und Ausschaltung, klar, da An- und Ausschalter, Maximalmodus, Standardmodus und hier unten, hier, da unten, das ist so ein triggermäßig angesetztes Teil, das ist dafür da, um das Wasser dann auf den Boden droppen zu lassen. Also hier ist die erste Funktion, die zweite Funktion, die dritte Funktion und dann gibt es natürlich doppelte Funktionen, einmal an, einmal aus, einmal maximal, einmal normal und hier unten, das sind 2, 4, 5
Wir haben 6 Leitungen, passt, denn wir brauchen natürlich, um den Stromkreis zu schließen, immer noch eine weitere Leitung, die das zumacht und eventuell natürlich noch eine Erdungsleitung. So, also das hier ist der Griff, mit dem wir uns dann auch am meisten beschäftigen beim Saugen, weil denn das ist der Kontakt zu uns als Saugkraft und natürlich als Putzkraft. So, dann, Herr Spohr, sehr schön, Pappe benutzt, nicht Kunststoffbomber, ausgezeichnet. Sowas finde ich gut, das wird gepresst, das ist recycelte Pappe, die kann man auch wiederverwerten, wiederverwenden. Und nun, seht euch das an, ist vernünftig da drinnen der Staubsauger selber positioniert. So, wir schauen uns mal an, was hier so abgeht. Ein bisschen Kunststoff haben wir. Und natürlich die Bags, aber die Bags kann man super recyceln, finde ich. Die kann man super verbrauchen, entweder für Werkstattutensilien oder natürlich auch für den Dreck, für als Müll-Aufsammeldinger. Das hier ist die untere große Station zum Laden des Gerätes. Sehr cool, denn wir können das Gerät hier wirklich sehr stabil reinstellen. Ne? Es ist wirklich, man sieht, hier ist vorne, da ist hinten. Hier hinten haben wir dann, hier flutscht das dann rein, seht ihr das? Da wird die Sicherung nämlich entsichert. Ne? So, da ist eine Sicherung, dass keiner dagegen lutscht. Und dann drückt sich das hier auf den Kontakt und lädt danach den Akku auf. Sehr cool. Unten sind ja, Gummifüßchen dran. Und dann heißt es natürlich, hinten kommt Energieversorgung. CE gecheckt ist das alles, IPX4 und ROS zertifiziert. So, dann kommt der Strom dran und dann ist das auch schon bereit zum Laden für euer Gerät. So, und jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Ziehen wir uns also den Rest hier raus. So, hier ist es. Das ist nun unser Staubsaugerlinchen, der auch vernünftig aus mit Pappe unten verpackt worden ist. Wir haben unten die Pappe, wir haben hier ein bisschen Kunststoff dabei, das stimmt. Aber alles noch in einem Rahmen, finde ich, der vollkommen okay ist. Ne? Ein bisschen Kunststoff habe ich jetzt schon gesagt gehabt. Jetzt gehen wir also hin und holen uns dieses Prachtstück mal raus. Hier ist noch etwas eingepackt mit. So. Wenn ihr einen Kamin habt, könnt ihr damit auch sehr gut die Kaminpflege durchführen. Das hier ist so eine Möglichkeit, demzufolge dann Gänge zu reinigen, wie zum Beispiel hier. Kann man hier mit drin reinigen, wenn es mal warum auch immer hier Ablagerungen geben sollte. Aber hier kommt ja immer frisches Wasser rein. Frisches Wasser, was eventuell mit einem Desinfektionsmittel angereichert worden ist oder so, das sollte eigentlich vernünftig bleiben. Aber wenn nicht, können wir das Ding nehmen, hier damit reinigen. Wir können aber auch alle anderen Sachen damit reinigen. Das ist multifunktional einsetzbar. Jetzt. Hier ist die Bürste. Erstmal dran riechen. Riecht gut. Sie riecht jetzt nicht nach Weichmachern, nach irgendwelchen Chemikalien. Sie ist auch ganz zart anzufassen. Fast, jetzt fühlt sich so ein bisschen an wie Mikrofaser. Ist es aber, glaube ich, nicht. Es sind einzelne Fäden, die nach oben gerichtet sind. Was Mikrofaser ja auch ist, aber noch feiner. Dann haben wir hier, ich könnte mir vorstellen, dass das, ob das ein Kugellager ist. Hört sich sehr gut gelagert an hier. Ist auch ein Simmerring dran, um es festzuhalten. Dann haben wir hier auf der Seite haben wir die Eingriffschneisen. Das sind so Eindrehfreunde. Okay. Das hier ist demzufolge unten der Mobfreund, der dann eine Bewegung der Walze stattfinden lässt, um den Dreck, der auf dem Boden ist, der dann auch angefeuchtet ist, hineinzuziehen, hineinzutragen. Und nun ziehen wir uns das Teil mal selber rein hier. Hier hat echt jemand mit Tape das zusammengeklebt. Das heißt, da muss echt immer einer hin und dieses Tape händisch dann ummachen. Faszinierend immer. So, was die Leute auch in so Verpackung einfließen lassen. Ne? So, obere Seite. So, hier ist er.
fühlt sich hochwertig an. Ja, doch. So, hier oben Bedienungsanzeige, ne? Da sind die einzelnen Infos dran. Und dann haben wir hier haben wir einen Tank, und zwar dann den Abwassertank. So, was haben wir noch? Hier haben wir die unterschiedlichen Stärken, die wir manuell hier setzen können wohl. Sehr schön. Hier oben kommt der Frischwassertank drauf. Frischwasser kommt hier rein. So. Ne? Also mit Wasser befüllen. Hier ran. Denn da drinnen ist ein Ventilgegenstück eingerastet. Jobs done. Dann ist hier das Wasser, das wird angezogen und kann demzufolge hier unten dann seinen Job verrichten. Hier hinten haben wir das Akku-Pack dran. Echt fettes Teil. Kann man auswechseln, wie ihr seht. Dieses Teil wird es zum Nachbestellen geben, weil der ist ja jetzt nicht ganz günstig. Ne? Und dann verbaut man nämlich Akkus, die man ersetzen kann. Weil das Gerät soll ja ein paar Jahre halten. Ein paar viele Jahre. Und deshalb sehr sinnvoll, Akku-Pack ist ersetzbar. Zack, wieder drin. Akku-Pack ist sehr schön ins Design integriert, finde ich. Sehr schöner Staubsauger. Doch, doch. So, jetzt gehen wir weiter. Hier vorne, Abwassertank. Hier oben seht ihr, klick, 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 kann ich das lösen und schließen. Und so kann ich es auch entfernen. Und dann haben wir hier den Schmutzbehälter mit dem Filter, welcher schon eingebaut ist. Ne? Wir haben hier einen Filter, wir haben hier einen Ersatzfilter. Diesen Filter kann man waschen, meine Meinung. Ne? Der Hersteller sagt, den soll man alle 12 Monate wechseln oder 6 Monate, sagen viele schon. Ich bin der Meinung, das muss man alle paar Jahre vielleicht nur machen, denn das Ding kann man waschen. Das ist zwar ein Papierfilter, richtig, man wäscht es. Man lässt es trocknen, 24 Stunden, und baut es dann wieder ins System ein. Also ich mache das so schon mit vielen Staubsaugern und vielen unterschiedlichen Generationen an Staubsaugern. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ne? So, hier gibt es so eine kleine Schnalle, die können wir öffnen. Und dann können wir hier unseren Filterkumpel rauspopeln. Denn der ist hier ganz schön reingepopelt. Lass mal schauen, wie ich den hier rausgepopelt kriege. So, Rauspopelung. Hier müsst ihr aufpassen, denn diese Nase hier unten, wenn ihr dann von hinten drücken, zu stark drückt, kann die, glaube ich, schon mal kaputt brechen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Beim Reinbauen ist es jetzt nicht so tragisch, dann geht ihr in die richtige Richtung, zeige es da drinnen. Beim Ausbau demzufolge ein bisschen hoch und rausdrücken, damit ihr den unteren Nippel nicht rausdrückt. Darauf solltet ihr achten, um auch noch länger Freude an eurem Test for Red 5 zu haben. So, hier ist eine schöne Gummidichtung dran, alles klar, die dichtet das schön ab und damit können wir das Ding dann auch wieder einsetzen. So, zack, reingedrückt, ausgezeichnet. So, dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, diesen großen Tank auszubauen und diesen großen Tank auch auszuschütten, ne, klar, weil hier wird ja dann auch Wasser drin sein, Schmutzwasser etc. auskippen und ihr habt gerade gesehen, da kam schon was uns entgegen. Hier ist auch sehr cool gemacht, so ein Dreckslift. Der Dreckslift, der gute alte Dreckslift. Ihr müsst sehen, hier unten werden auch Hartkörper sein, ne, auch Drecks, wie zum Beispiel Haare, Fussel etc. Und dann benutzen wir den Dreckslift, indem wir nach oben bewegen und können dann den Dreck wegmachen. Sehr gut, einfach, aber effizient. Haben wir gut dran gedacht. So, was ist hier im oberen Bereich? Hier ist ein Schwimmer drin. Wenn der Tank irgendwann voll ist, wird sich hier oben der Zulauf schließen. Dadurch merkt das Gerät dann, boah, da ist irgendwo eine Verstopfung, und wird abschalten. Notabschaltung, und dadurch wissen wir im Notfall, wenn das Ding mal voll sein sollte, durch den Schwimmer, dass es voll sein wird. Also vorher würde er uns das schon anzeigen, aber wenn man das ignoriert, irgendwann geht es aus, damit das Gerät nicht überläuft. Hier auch schöne Dichtung, eventuell alle paar Jahre mal mit etwas Dichtungssilikon einsprayen, dann läuft das schon. So, dichtet schön ab, alles cool. So, was haben wir hier noch?
Hier unten zum Beispiel wäre so ein Ort bei der Reinigung, wo wir mit unserem Brush reingehen und können das dann wieder einhängen. Zack, bla bla bla. Was ich schon gemerkt habe, ist, der hat hier eine Aufrechtstellung. Das ist cool. Das heißt, auch wenn ihr unterwegs seid, ne, so würde man ja saugen und dann zum Hinstellen haltet ihr ihn so fest und er bleibt stehen. Das ist sehr gut. Diese Funktion hat nicht jeder, denn diese Funktion ist schwierig umzusetzen. Das kann auch nicht jeder, weil dieses Abstellen macht man ja, 100 Mal in der Woche. Das heißt, dieses System muss langlebig und effizient aufgebaut sein. So, und jetzt sehen wir hier unten, das ist der Unterkörper unseres Tesfor-Staubwischsaugers. Und hier unten ist eine weitere Rolle, also das hier ist Replacement-Rolle, das hier ist Replacement-Filter. Ne, das ist also zum Austauschen, wenn wir das andere zum Beispiel reinigen. So, und dann können wir hier unten uns jetzt mal anschauen, was wir hier alles Cooles haben. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, das Teil vorne zu öffnen, zum Reinigen. Und dann sehen wir hier auch schon die montierte Rolle. Diese Rolle dreht sich, um dann Schmutz etc. hinten in diesen Bereich zu setzen, wo dann natürlich der Vakuum ankommt. Und das Vakuum zieht das dann in den Schmutzbehälter. So, wenn wir das hier aufgesetzt haben, können wir von der Seite uns nun dieses Teil entnehmen. Ne? Das ist jetzt raus. Und dann sehen wir auch, in diesem ganzen Bereich hier wird dann der Schmutz abgenommen. Und wird demzufolge dann auch gut eingesaugt. Auch hier bei Reinigung sehr gut, können wir reingehen und das hier mit reinigen. Sehr schön, dass Sie das dazugesetzt haben. Dann sehen wir hier eine Walze oder eine Walzhalterung, die Walze dann antreibt. Und so müssen wir das dann auch wieder einsetzen, dass wir dies dann hier zurück in Position setzen. Auch dieses Teil hier abwaschen. Zwei-, dreimal. Eigentlich jeden Monat. Ne? Wenn ihr richtig Leistung wollt, jeden Monat abwaschen und dann auch 24 Stunden trocknen lassen. Nicht in die Waschmaschine, nicht in die Spülmaschine, Handjob, ne? Das heißt also wie so eine Malerrolle auswaschen, danach in die Sonne legen, die Sonne wird es desinfizieren, die Sonne wird es trocknen 24 Stunden und erst dann wieder einbauen, auch wenn es nass wird. Also ich meine, wenn ihr direkt nass weiter saugt, wenn es so pitchnass ist, würde es nämlich vielleicht euren Boden zerstören. Deshalb ist das immer so eine Sache. Ihr müsst nicht unbedingt die 24 Stunden voll machen, weil es ist halt nass, Sauger, klar. Nur, ich finde, dann ist alles auch in den Ritzen etc. bleibt feucht. Wenn das gezielt, nämlich hier drüber, über die Applikationsspritzorgie, nämlich nass gemacht wird, ist ja nur diese Oberfläche nass. Wenn wir das aber sauber machen, ist es ja wirklich komplett nass. Ne, das ist jetzt so eine Sache. Die Spritzdüsen selber sind hier oben angelistet. Die spritzen auf die Rolle etwas Wasser, Reinigungsflüssigkeit und die wird dann das in den Boden einmassieren. Das ist also jetzt nicht so ein, ich spritze nach vorne und fahre dann da drüber, sondern wirklich hier die Rolle wird angespritzt. Deshalb ist es so eine Sache. Also ich würde trotzdem die 24 Stunden einhalten, dass es trocken ist und dann würde ich es hier gezielt benetzen lassen. Aber das ist eure Entscheidung, denn es ist ja ein Nass-Trockensauger. Ihr könnt demzufolge es eigentlich auch direkt einbauen und nutzen. Es ist nur so eine Sache, ich würde es halt machen. Dann wieder alles einbauen, dieses Ding hier wieder einhängen. Lass uns mal schauen, wie das funktioniert hier. Ah, hier vorne ist der und da vorne ist der und dann klappt sich das an. Sehr schön, ganz einfach, hier vorne ist eine Aussparung, reinklappen und dann können wir das hier wieder festsetzen. Lass mal schauen, zack, zack, ging ganz einfach. Jo. Sehr schön, dann haben wir unten zwei gummierte Rollen. Hier sind nochmal zwei kleine Rollen und hier läuft unser Freund dann rum. Boah, fettes Teil, cool, mit genug Utensilien, die eine Reinigung etc. stattfinden lassen können, eine gute Reinigung stattfinden lassen können. Und jetzt natürlich müssen wir ihn noch aufbauen, indem er betriebsbereit wird. Das heißt, wir stellen ihn einfach auf den Boden, nehmen uns das Ding und rasten es ein. Hier unten sind Stecker. Die fahren jetzt nach unten und zack, sind eingesastet. Das war's schon.
Nun ist der Task 4 ready to use und kann richtige wilde Reinigungsorgien bei uns stattfinden lassen. Das ist ein cool String, der hat, das ist der R5, der hat 255 Watt Power und sieht richtig sexy aus. Wirklich, richtig gut. Richtig gut, finde ich, sieht er aus. Sexy. Schönes Teil, ohne Frage. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun. Automatischer Modus. Roboter wieder auf die Ladestation.